Na, gehen wir auf Disco. Mal gucken, wie viel von den Aufträgen dann noch bestehen bleibt. So, was brauchen wir denn? Sportlich und blau. Sportlich und blau. Hier. Na, siehst du. Haben wir doch schon wieder alles richtig gemacht. Ich sag ja, man muss nur genug Geld haben, alles kaufen, dann hast du auch keine Probleme mehr. Die wollen mich auf mehr Events sehen. Bitte sehr, gehe ich in Disco. Und wir können ja mal tanzen. Dann hau ich mal einen Pip raus. Siehst du, und dadurch, dass ich nicht abgesagt habe, sondern sie einfach ignoriert habe, haben wir auch kaum Probleme. Was willst du denn haben? Schnelles Gericht. Schnelles Gericht. Ja, Rezepterklärung ist ja ganz einfach. Mal gucken. Ich meine, geht ja nicht ums Geld, ne? Wissen wir ja, wir haben genug. Wenn ich 2 Millionen auf dem Konto hätte, wäre ich auch entspannt. Wobei, wahrscheinlich würde ich mich dann über meine Banken aufregen, weil die so viel Negativzinsen wollen. Da müsste ich überlegen, wie ich das umschichte. Wie viele Konten ich da haben müsste. Unglaublich. So, alles wieder aufgefüllt. Sehr gut. Und, ne, 2 sind abgebrochen. Seht ihr? Hat ja wieder super geklappt hier. Deswegen sollte man immer rausgehen. Das macht Sinn. Weil in diesem Spiel dann einfach deine Aufträge abgebrochen werden. Das ist nicht schlimm. Das gehört so. Ehrlich, du Mann, Mann, Mann. Das darf doch alles nicht wahr sein. Nee, du musst an die 1. So. Was haben wir denn hier? Nur Aufträge, alles klar. Ich kann auch immer noch nicht kochen. Dann geh mal ein Gläfchen machen. So habe ich Seehecht geschrieben mit Doppel-R. Kann ich mir nur schwer vorstellen, aber na gut. So, womit füllen wir denn schön auf? Hier mit dem Sandwich. Ja. Dann machst du mal schön an deinem Kurs weiter rum.
Die laden schön hoch. Das müssen wir leider ein bisschen abwarten. Ich glaube, dass das nicht gut ist, oder? Wir können es ja mal testen. Komm. Du warst schnelles Gericht. Oh, ist jetzt schon. Achso, ne. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt schon schlecht angekommen, aber. Naja, geh ruhig an die 1. Mein Rechner ist dein Rechner. So, Video aufnehmen. Dann machen wir einen Kochtipp. Ist ja abgebrochen worden. Weiß ich auch nicht warum. Ah, vielleicht an der 2. So, dann haben wir noch einen. Die ist natürlich wieder ganz woanders. Ja, sehr gerne. Video aufnehmen. Na, du gehst an die 3. So. Dann haben sie alle was zu tun. Schnelles Gericht, 8 Tage. Mal wieder einen neuen Einrichtungsgegenstand, wo ich mir sicher bin, dass ich den nicht habe. So, was müssen wir im Netzwerk denn machen? Aufrufe, 300.000 Aufrufe. Na, das müssen wir ja relativ schnell, oder? Erreiche 300.000 Views. Habe ich die nicht gerade schon erreicht? Doch, habe ich. Gilt halt immer erst, wenn das Ding abgehakt ist. Ne? Und kann ich jetzt... Nö, keine Events mehr. Nur noch Aufträge. Schade. Und auch hier, ich kann nicht mehr im Restaurant arbeiten. Auf der Weltraumstation könnte ich ja verstehen, warum. Aber warum das hier nicht mehr geht, ich habe keine Ahnung. Aber das wird schon wieder 2 Stunden streamen. Wahnsinn. Die Zeit ist gut verflogen. Aber das muss man dem Spiel ja lassen. Es unterhält. Es wäre halt schön, wenn diese ganzen blöden Bugs nicht drin wären. Ne? Du musst auf ein Event und dann werden 2 von 3 Kochaufträgen abgebrochen oder so. Das wäre schön, wenn das nicht der Fall wäre. Aber ansonsten... Da weiß ich auch nicht, warum das so ist. Das muss ich ehrlich gestehen. Wer hat denn von euch das schnelle Gericht jetzt eigentlich? Ja, ist schon draußen. Was rendert gerade? Sehr gut. So, das hat ja diesmal zur Abwechslung gut geklappt. Ich lerne noch digitale Effekte. Schnaddel du, schnudel da. Dauert halt noch ein bisschen, bis ich gelernt habe. Und sie wird nicht fertig hier. Immer weniger durch die Gegend laufen, mehr arbeiten, Schatzi. Hm? Schatzi darfst du aber nicht sagen, das ist sexistisch. Das kann sein. Was, jetzt hast du hier schon so einen Birnenpott, ne? Und wirst immer noch nicht fertig. Geht doch nicht. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Kann man denn so lange brauchen? Weil die anderen sind schon fertig, weißt du? Das ist ja das. Ich ignoriere die. Ja, endlich mal.
Tja, ich mache erstmal weiter hier. Die anderen haben keine Aufträge, das ist gut. Man kann auch jetzt nichts schief gehen. So, ja, zieh dich mal eben um. Ja, haben wir schon alles richtig an, dann gehen wir. So, dann lass uns doch mal über YouTube reden. Dann mache ich mal hier so eine Pippa. Aber wirklich so ein bisschen fusseln, ne? So, na, welche Taste muss ich denn jetzt drücken? So, einfach mal fremde Leute aufnehmen, genau. Damit die auch sehen, dass ich da, weißt du? Was haben wir denn Schönes? Reden. Reden kann ich. Sollen wir ein Interview mal aufnehmen? So. Plus 2, da haben wir aber nichts. Nichts Sinnvolles, ne? Ach komm, machen wir hier so eine Kaputtkarte. Mal 2, das ist schön. Haben wir denn da irgendwas Geiles? Nee, ne? Oder plus 2? Tja, ich habe keine Ahnung, was wir da nehmen sollten, weil ich habe nichts Schönes für mal 2 gehabt. Ja, da kommt, dann nehmen wir den. Mal 2. Jetzt mal so eine schöne. Ist doch nur Kackkarten. Was soll denn das? Was soll das? Mal 2. Plus 2. Ja, dann nehmen wir das hier. Mal 2. Auch nichts Sinnvolles, ne? Also. Kannst du nur froh sein, dass du viel aufnimmst und wenig davon brauchst. Na, da bietet sich die Karte an. Dann nimmst du wenigstens beide Bonis mit. Ansonsten war der ja nischt. So, jetzt hier so eine 7er-Karte. Das wäre was Schönes. Haben wir nicht. Auch hier, da kannst du nichts nehmen. Nichts. Ja, nehmen wir die. Mann, das war aber auch wieder eine schlechte Kombination hier. So, was hast du denn? Okay, was möchtest du haben? Kochtipp. Seehechttofu, ja, das können wir machen. Was möchtest du denn haben? Ein schnelles Gericht, Schweineländchen. Ja, das können wir machen. So. Das ist meine Begleitung. Und wir können ja mal über das Kochen reden. Sie wollte mich nie umarmen. Ich mache das nicht mehr. Die ist raus. Die heirate ich auch nicht. Die hat mich so gekränkt.
So. Dann können wir ja mal da rein fotografieren. Vielleicht sehen wir ja irgendwas Interessantes da oben. Der ist aber auch mit seinem Scheißschädel da immer vor, ne? Was ein Typ, ey. Na komm, hau raus. So, dann machen wir nochmal einmal hier für die Presse posieren. Wer ist das? Kenn ich dich? Nö. Unwichtiger Nebencharakter. So, hallo. Hier, Fussel. Hi. Hm. Ciao, ciao. Große Ehre, alles klar. Komm, ich geh. Muss eh schon wieder ins Bett. Also im Game, ne? Komm, wir setzen uns hier hin. Auf der anderen Seite ist so dreckig. War wieder irgend so ein ekelhafter Typ, der mit seiner Freundin Dinge im Kino gemacht hat. Siehst du noch die ganzen Popcornflecke da? Ich will ja nicht so stören. Aber wir sind 100%, wir können nach Hause. Komm. Meinst du, ich schaff's noch, mir mal eben einen Tee einzugießen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, jetzt aber mal keinen Stress hier. Der Fussel braucht Tee. So. Ich mache jetzt mal mein Video. Schön an der 1, genau. Warum kann ich das jetzt nicht öffnen? Oh Mann, da geht doch nur wieder Zeit flöten. Oh. Was können wir denn noch gebrauchen? Nix, ne? Gut, machen wir so. Der hier noch. Der hier noch. Der hier noch. So, dann rendern wir die Sachen mal. Mal gucken, was da rauskommt. Schon wieder ein Level up? Was mache ich denn hier den ganzen Tag? Und ein Talentpunkt. Machen wir. Vielleicht kann ich ja jetzt wieder irgendwo hin. Hattest du nicht einen Befehl, ins Bett zu gehen? Ja, irgendwas wird wohl da. Achso, ich habe auch Pause gemacht, alles klar. Ich wollte gerade sagen, was ist denn schon wieder los? Du möchtest ein schnelles Gericht haben, das kann man doch. Und wir machen erst eine Rezepterklärung. Von mir aus kannst du an die 1 gehen, das ist mir egal. Da müssen wir hier nur umstellen. Das müssen wir halt immer umstellen. Das ist ganz wichtig für das Spiel. So, du könntest mal ein Video aufnehmen. So und so. Nee, 1 ist belegt. Du müsstest an die 2, wenn möglich. Und ich schlepp mich erstmal ins Bett. Sag mal, wofür habe ich eigentlich ein Netzwerk? Ich meine, bei so einem Klopper von 500 und ein paar kaputten, ne? Könnte man so ein Netzwerk gut gebrauchen.
Komm, renn mal darüber. Weißt du, man ist den Leuten wenigstens nicht im Weg. Ja, keine Events. Weiterhin auch hier keine Events. Ich soll an der TV-Sendung teilnehmen, weiß aber überhaupt nicht, wie das geht. Wisst ihr das? Also ich fühle mich reif dafür. So, er macht da hinten noch irgendeinen Firlefanz. So, speichern. Videoergebnis anzeigen. Alles fortgeschritten, ne? Und dann mach mal hier an dem mittleren. Ich lauf mal hier hin. Habe ich jetzt gesagt, ich soll an dem Kurs teilnehmen? Nee, ne? Wofür habe ich ein Netzwerk? Weiß keiner, ne? Du sollst einen Kurs belegen. Alles noch Mittel. Renn mal nicht so weg, du musst ein Video aufnehmen. Und zwar hier, mach mal ein schnelles Gericht. Komm. Ein schnelles Pfannengericht. Ja, geh ruhig an die 2, das ist okay. Und du könntest mal ein Video aufnehmen, zur Abwechslung, hier. Du sollst nämlich Kochtipps geben. Dann mach das auch mal. Molekulare Biologie. Und weißt du was? Du darfst an die 1. So, bitte sehr. Handy, Kalender. Oh, da ist Mr. Chef, da kann ich dran teilnehmen. Naschparty. Das heißt, wir machen... Nee, das. Und Muffins. Richtig? So, wann nehme ich denn dran teil? Wann ist das? Moderationsstrafe, na, das war ja klar. Am 13., ne? Da haben wir noch ein paar Minuten. Machen wir wieder Bullshit-Bingo hier. Und nochmal schnell was hinterher pippern. Hier, so sehen meine Mitarbeiter aus, wenn sie lernen. Diese gibt sofort riesige Punkte, wenn andere Leute drauf sind. Dann müssen die Zuschauer nicht so mein Gesicht ertragen, weißt du? So, da ist jemand fertig. Nun, da ist noch jemand fertig. Dann müssten wir die beiden Aufträge jetzt auch wieder erfüllt haben, ne? Netzwerk ist... Ne, Quatsch, ich wollte Netzwerk haben. Netzwerk ist zufrieden? Joa, bisschen drüber, wa? Soll ich verlassen? Aber das mit dem monatlichen Geschenk, das habe ich immer noch nicht verstanden. Da kann mir auch keiner helfen, oder? Nie sagt mir irgendjemand, wie es geht. Naja...
So, jetzt gibt's wieder schön Kohle, weißt du? Wieder Level up. Geht aber auch heute, du. So, machen wir das hier. Wofür das auch immer ist. Und dann das peppe deine bekanntesten Rezepte etwas auf, indem du ihnen vertraute Formeln verleihst und auf besondere Weise präsentierst. Schnelle Gerichte. Ja, ihr werdet schon wissen, was das bedeutet. Kochtechnik-Tutorial. Wie geht das denn? Ja, geh ruhig an die 1, das ist okay. Video aufnehmen. So. Na, vielleicht an die 2. Ich muss mich ja auch ein bisschen vorbereiten. Ich muss ja gleich auf ein Event. Das wollen wir ja nicht vergessen. 13. Noch ein Talentpunkt. Also das kann ich alles oder was? Naja. Raben, habe ich noch nie gehört, den Begriff. Wüsste überhaupt nicht, was das ist. Naja, die lass mal arbeiten. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Vielleicht ist ja auch diese TV-Sendungsgeschichte Grund dafür, dass ich an nichts anderem teilnehmen kann. Am 13. Das müsste also jetzt gleich der Fall sein. Könnte mich ja mal schlafen legen. Besser ist das, ne? Dass ich hier auch schön ausgeruht. Dann gucken wir mal, was es zu essen gibt. Das ging dann aber wieder schnell, ne? Mit dem auf ein Event gehen. Das ist ja ein Koch-Event, das heißt, ich muss mir ja Kochklamotten anziehen. So. So gehen wir zum Event. Wahrscheinlich brechen die wieder ab. Du bist bereit, gegen Eva anzutreten. Ihr werdet beide zur gleichen Zeit kochen und eure Gerichte einem sehr anspruchsvollen Expertenteam vorlegen. Die Bewertung erhältst du während des Wettbewerbs, damit du deine Leistung verfolgen kannst. Gib dein Bestes, viel Glück. Ja, ich bin gespannt.